recht tief und fest und träumte von Schafen. Und deshalb dauerte es schon eine Weile, bis sich die großen, müden Augen des Fohlens irgendwann ein klein wenig öffneten, während das Mädchen es aus dem Schafschlaftraum herausstreichelte und ihm so vergnügt zuredete. Das Mädchen legte seine kleinen Hände auf das weiche, kühle Maul des Fohlens. Noch einmal nickte das Tier weg, doch nur ganz kurz, denn ja, dort streichelte es doch jemand an seiner Lieblingsstreichelstelle. Du Pony, ich habe eine Idee. Das Fohlen begann, endgültig seinem Schlaf zu entschlummern. Das ist eine lustige, leckere, spaßige, kunterbunte, witzige, spannende, kirschenrot-süße Schmatz-Schmatz-Idee. Schmatz-Schmatz-Idee, wiederholte das Fohlen, denn das war nun das Erste, was es wirklich mitbekam. Oh ja, eine Schmatz-Schmatz-Idee. Weißt du, Polly, ich würde so gern von den Kirschen vom Kirschbaum probieren. Sie sind so wundervoll rot und ich möchte sie allzu gern kosten. Vielleicht kann ich auf deinen Rücken steigen und mir ein paar davon pflücken. Das kleine Pferd räusperte sich schlaftrunken und sprach, auf meinen Rücken steigen, oh ja, natürlich kannst du auf meinen Rücken steigen, das werde ich bestimmt aushalten. Ich bin nämlich zwar klein, aber schon ganz schön stark. Oh, das ist aber nett, freute sich das kleine Mädchen. Als es aber so vor dem Fohlen stand und nach oben schaute, überlegte es, wie es da wohl hinaufkommen sollte. Und während es überlegte, wurde ihm ganz schwindlig bei dem Gedanken, denn auch wenn das Pony klein war, so war es oben auf ihm drauf bestimmt schon ganz schön hoch. Und schwupp hatte es sich das Mädchen anders überlegt und sagte zu dem Fohlen, ach weißt du, ich habe gerade schon einen Apfel gegessen, vielleicht sollte ich lieber etwas warten, sonst kriege ich noch einen Schluck auf oder einen Schluck auf oder, sag mal Pony, kannst du dir eigentlich die Ohren zuhalten? Das Fohlen schaute verdutzt und fragte, die Ohren zu halten? Nein, warum denn? Ach, nichts, antwortete das kleine Mädchen und schmiegte sich zum Abschied liebevoll und innig an den warmen Hals des Fohlens und streichelte es noch einmal an seiner Lieblingsstreichelstelle. Dann drehte sich das Mädchen um und schaute frohgemut in die Ferne. Tschüss, kleines Pony, ich gehe noch ein bisschen weiter, ja? Rief es und begann ein Lied zu pfeifen, das es sich gerade ausdachte. Das kleine Mädchen drehte sich dabei einige Male um sich selbst und nahm schließlich seinen Weg in die Richtung auf, in die seine lustige Nase beim Stehenbleiben gerade gewiesen hatte.